Ja, abspülen muss auch sein. Waren heute Morgen schon in der Messe, gleich um 10. Wollten eine Vorstellung von dem Wohnmobil machen, aber wir haben es irgendwie nicht geschafft. Es waren so viele Leute gleich da morgens, dass wir es nicht geschafft haben, von dem Wohnmobil, was uns gut gefällt, eine Vorstellung zu machen. Mussten immer raus, wieder rein und irgendwann haben wir gedacht, nee, das wird dann zu kompliziert. Wir brechen das jetzt mal ab und setzen das vielleicht heute Abend so kurz vor Schluss fort, in der Hoffnung, dass weniger Leute da sind. Ja, wir werden jetzt, wenn wir abgespült haben, mit dem Fahrrad losdüsen Richtung Wettern. Wir stehen ja hier direkt am Wettern mit über 3000 anderen Wohnmobilen. Und da wollen wir runterfahren. Also ich weiß nicht, wie weit wir kommen, ob da irgendwo noch einen Zaun oder noch mal irgendwas gibt. Und werden auch mal die Drohne steigen lassen, um mal so einen Rundumblick zu machen, weil ich glaube, dass wir hier zwar nicht die größte Messe haben, die größte Messe Skandinaviens, aber nicht Europas oder so, nicht so groß wie Düsseldorf oder die CMT, aber ich glaube, die liegt am schönsten Fleck einer Messe, wie wo eine Messe liegen kann fast, würde ich jetzt behaupten. Ja, und da sind wir schon ganz gespannt, wie das dann aussieht mit der Drohne. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Wir sind jetzt Mitglied im Hüspilz-Klubben und haben dann gleich noch einen Messerabatt gekriegt. Also keine Eintrittsgebühr und die Jahresgebühr zählt jetzt für 2 Jahre praktisch. Dieses Jahr und nächstes Jahr. Das ist so, dass wir erst wieder 2025 die 100 Kronen im Jahr bezahlen müssen. 100 Kronen, ungefähr 8,50 € im Ja, Moment. man kriegt dann so verschiedene Stellplätze kann man anfahren, die dann günstiger sind. Ich weiß nicht, ob alle günstiger sind, das müssen wir erstmal. Wir haben uns jetzt noch nicht so genau geguckt. Dann gibt es eine Versicherung, wo man Rabatt kriegt fürs Wohnmobil oder für alle Autos eigentlich. Da müssen wir aber erstmal vergleichen, was wir jetzt gerade bezahlen und was wir dort dann bezahlen. Wir sind schon mal Mitglied, da können wir auch zu Genau. Treffen fahren. Genau, und das ist nämlich das Wichtigste, Ja. die Wohnmobiltreffen. Wir haben jetzt hier auf der Messe ja schon richtig viel Schwedisch üben können. Ja. Aber wir wollen natürlich weiterhin noch viel Schwedisch üben. Und das bietet sich richtig an. Wir haben das gemerkt, wie toll das ist, jetzt hier Schwedisch zu sprechen. Also ich persönlich habe auch gemerkt, wie schwer es mir immer noch fällt, manche Sachen so ad hoc rauszukriegen. Und drum finden wir das eine gute Übung, und wir haben schon die ganze Zeit überlegt, es wäre doch toll, hier in einen Verein zu gehen, aber in welchen, keine Ahnung. Es muss ja auch was sein, was einen irgendwie interessiert, und Wohnmobil interessiert uns. Und deswegen sind wir jetzt im Wohnmobilclub hier. Genau. Ja, wir sind mal gespannt. Ja, jetzt werden wir noch schnell was trinken und dann geht's weiter zum Grillmästere. In die Camping-Schöket. In die Campingküche. Da gibt es wohl einen
ein Grillmeister, der da mal was zeigt. Vielleicht gibt es da irgendwas, was speziell auf Camping bezogen ist. Schnell und ja, schnell zubereitet werden kann. Was man halt auf die Bedürfnisse im Wohnmobil oder so im Wohnwagen zugeschnitten ist. Bin ich mal gespannt. So, bevor wir gehen, mache ich jetzt erstmal noch den Lüfter rein, weil hier ist recht warm drin, über 30 Grad. Und da bietet sich das an, wenn man hier steht, die Sonne scheint, bringt uns quasi genug Strom. Gut, der braucht nicht viel. Aber auch die Wärme. Und die lassen wir jetzt hier rauspusten. So. Knack. Und? Ja. In meinem Kopf wird es schon kühler. Zitt. Mich zieht's durch. Sei froh, dass du keine Lockenmähne hast. So. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn man so großes und lockiges Haar hat, ja. Dann ist es nicht so gut geeignet. Ja, die Zeiten sind rum. Och då valde jag att göra den i ett kärl, så det kommer bli en pasta som vi gör som en one-pot-pasta, så allt kommer göras i kärlet. Och det gillar man ju av flera anledningar att man spar. Das ist ja unser Nachfolgemodell, würde ich sagen. Ja, halt auf Mercedes-Basis jetzt hier. Ja. Da schauen wir mal rein. Ja. Hier vorne das Cockpit, da fühlt sich ja schon fast wie bei Raumschiff Enterprise. Hm. Also, Matze, beam me up. Also ich finde das Umdrehen von den Sitzen hier Mercedes ziemlich doof. Da musst du echt kämpfen, damit du den Sitz umgedreht hast, ohne dass du die Tür aufmachst. Mhm. Hä? Ging das jetzt nicht mehr weiter? Ah, ich streife an allen Ecken und Enden. Guck mal, die Knöpfe, da muss ja erst fast Abitur dafür machen, Wohnmobilabitur, um das alles zu verstehen. Also es wäre mir schon alles zu viel. Ja gut, heutzutage hat es überall viel Zeug. Ach, das ist schon ganz oben. Okay, dann ist der Sitz irgendwie zu weit oben. Irgendwie finde ich das Lenkrad. Vielleicht auch nur Gewohnheit, ja, keine Ahnung. Ja, ist mit Sicherheit Gewohnheitssache, aber das mit dem Sitz umdrehen, das finde ich jetzt nicht so schön. Also der Sitz selber, muss ich sagen, ist sehr bequem, hier seitlich, der Seitenhalt. Da muss ich sagen, okay, fühlt sich gut an, aber irgendwie, die Position sieht irgendwie komisch aus, aber das ist, ja. Vielleicht kann man es auch noch in der Höhe, in der Höhe kann man nichts verstehen. Aber schöne Flaschen- und Becherhalter. Ah, der ist hochgestellt. Jetzt wird's Tag. Ja, ansonsten muss ich sagen, fühle ich mich eigentlich wieder heim. So viel hat sich nicht verändert. Ja, das Design hat sich ein bisschen verändert. Ja. Die Schubladen jetzt, die finde ich natürlich richtig klasse. Da muss ich zugeben, das hätte ich schon auch gern. Bad. Ja, hat sich vom Design her verändert. Aber sonst sieht es doch ziemlich gleich alles aus. Ja. Oder was sagst du? Ja, finde ich, also da ist es gleich. Da ist halt, hier nimmt man dieses Fach wie früher. Da ist ein großes Spiegelfach. Ja gut, da hast du schon richtig Platz drin. Hm. Wobei ich es gar nicht schlecht finde, wenn hier, so wie es bei uns noch auf der Seite ist, hallo, wenn da dieses offene Fach ist, dass du nicht immer eine Tür aufmachen musst. Ja, das stimmt. Ja. Und hier unten muss man sich auch selbst was reinbasteln. Da ist immer noch nichts hingekommen. Nee. Keine Schiene. Ja. Der Preis ist teurer geworden, aber für die Schiene hat es nicht gereicht. Ja. Unten die zwei Rollofächer. Hier kann man das noch aufklappen. Oh, das wird ganz dunkel in der Kamera. Ihr seht es gar nicht. Warum dunkelt die so ab, die Kamera? Ja, und hier sind diese Lolo-Fächer. Ja. Und da fällt das Fenster auf deiner Seite. Stimmt, deswegen ist es so dunkel. Hm. Okay. Ja. Ja gut, das kann man ja optional dazu machen. Und dann gibt es jetzt diesen wahnsinnig hohen Kühlschrank. Ja. Aber dafür viel schmäler. Naja. Okay. Dann müssen wir mal Licht anmachen. Viel mehr Licht. Ich drücke schon wieder Knöpfe und weiß nicht, wo welcher Knopf ist. Wobei jetzt das... Das ist wirklich, das finde ich gut. Ja, das ist ja das, was uns richtig gut gefällt. Hm.
Ja klar, es gibt immer wieder jedes Jahr neue Sachen, Verbesserungen, aber auch Verschlechterungen, finde Ja, ich. nicht immer erst, nicht immer alles Ja. besser. Also für die Männer ist wahrscheinlich so ein Cockpit echt ein Traum. Für mich ist es ein Albtraum. Wobei das hier, das sieht gar nicht so schlecht aus. Dass hier das Holz bis davor geht. Ja, das ist ein bisschen ebener. Aber ob es das den Preis wert ist, Mercedes ist halt schon teuer. Ja. Was ist da drin? Oh. Also wahrscheinlich ist es aufs Bad. Also hier ist sonst kein Bad. Ich sehe keins. Jetzt sind wir hier am wirklich sehr großen Stand von Pilote. Pilote-Wohnmobile gibt es viele hier in Schweden. Ja. Habe ich schon so oft gesehen. Ja. Weiß nicht, liegt es am Preis oder weil es praktisch ist? Oh, ich glaube, die haben auch ihren Preis. Die haben auch ihren Preis, ja. Heutzutage haben alle Wohnmobile ihren Preis. Wir können nur froh sein, dass wir uns das noch vorher gekauft haben. Ja, also, 107.000 Kronen das ist geht. das Chassis-Paket. Was heißt, ach so, ohne irgendwas drauf. Grundpreis 2 Ah, Millionen. okay, alles klar. Ich dachte schon, Ja. das ist ja gar nicht teuer. Ja. Aber okay. Ja, ist ja natürlich auch ein Riesenteil. Aber das mit dem Holz sieht toll aus da drin. Und ein Backofen. Ja, ein Backofen vermisst man vielleicht doch das ein oder andere Mal, aber wir haben ja unseren Omnia. Guck mal, das sieht irgendwie aus wie in der Schweizer Almhütte. Mensch. 8,75 Meter hat das Ding. Also ist schon ein bisschen länger. Dafür hat Aber es den Platz. Herd finde ich richtig gut. Zwei Flammen, absolut ausreichend. Ja, also da muss ich sagen, da sind die bei den Luxuswohnmobilen schon weiter. Was heißt das? Ja, zwei Flammen reichen. Ja, genau. Ist zwar ein Luxuswohnmobil, aber hat zwei Flammen, weil es sehr viel besser ist. Ja. Und das Bad kannst du wahrscheinlich auch komplett abtrennen. Ja, hier Richtige, kannst du die Türe. richtig tolle Dusche. Und lass mal den Schrank sehen. Hier ist die Toilette und da kannst Ach, du hast hier. eine Extra-Toilette. Okay. So. Kannst du zumachen. Lass mal sehen, was ist da dahinter. Das sieht so interessant aus. Ach, Schrank, ganz normal Schrank. Ah, die haben so. Zum Ja. Entriegeln. Ja. Geht automatisch das Licht an da Ganz oben. schön groß. Ja. Schöne breite Betten, zwei Fenster. Ja, die Schränke muss man halt öfter mal abwischen. Ich glaube, da hat man mit der Zeit ganz schön viele Finger dabei dran. Nein, ich weiß nicht, ich glaube, man muss da von unten wieder hin, denke ich. Lass mal sehen, wie du die aufmachst. Das interessiert mich. Ja, siehst du, wo ist dein Daumen? Ja, da drauf. Ja, hast viele Daumenabdrücke drauf. Ja. Aber es geht sanft zu. Ah. Aha. Was ist das hier? Ich glaube, man muss sich dann merken, da steht nämlich nichts drauf, wo was ist. Ja, Ah, da das ist musst du da alle unten. Knöpfe Ach, das durchdrücken. ist da unten so ein kleines, wie so ein Nachtlicht. Ich kann mir das bis heute bei uns noch nicht merken. Ich drück oft alle Knöpfe durch, bis ich das richtige Licht an und aus habe. Alle Ja. Schalter. Also ein größeres, noch größeres Wohnmobil, das wäre wahrscheinlich fatal für mich. Dann würde ich verzweifeln an den Lichtschaltern. Heute haben wir Sonntag, es ist schon 11 Uhr. Wir haben innen schon ziemlich alles fertig gemacht. Jetzt müssen die Räder noch in die Heckgarage rein. Tisch und Stühle kommen noch rein. Ja, und es wird hier jetzt schon richtig leer.
Die meisten Leute gehen heute wohl auch nicht mehr auf die Messe, sondern fahren schon Richtung Heimat. Ja. Man kommt ja teilweise hier von wirklich sehr weit her, auch aus dem hohen Norden. Dann hat man natürlich auch eine sehr weite Rückfahrt. Ja. Wir werden in ungefähr 2 Stunden zu Hause sein. Genau. Jetzt packen wir mal die Räder ein. Ja. Und dann Tisch und Stühle. Wir haben jetzt 4 wunderschöne, aufregende Tage hinter uns. Ja, und aktive Tage. Genau, und aktive Tage. Wir haben total viel gemacht. Deswegen kamen mir diese 4 Tage auch sehr, sehr lang vor. Mhm. Viel länger als eigentlich nur 4 Tage. Mhm. Ja, was haben wir alles gemacht? Wir waren im Bierzelt. Wir haben richtig schön abgefeiert mit den Schweden zusammen. Das hat richtig Spaß gemacht. Im Oktoberfestzelt. Ja, genau. Im Oktoberfest. Wir haben Oktoberfest. Und es war auch eine richtig bayerische Band da. Mhm. Sie haben natürlich viele deutsche Lieder gesungen. Ich glaube, so richtige Bierzeltlieder. Mhm. So Rosi, Resi, ich hol die mit meinem Traktor ab. Und wir haben natürlich voll mitgesungen. Mhm. Gerade als dann eben Rosi kam, bei der Murphy Gang. Ja, genau. Und die Schweden, die haben sich dran gefreut, wie wir, wie wir da mitsingen. Wollten auch gern mitsingen, hat nicht so ganz geklappt. Nee. Ein bisschen. Ja, wir haben schöne Radtouren gemacht, unter anderem zum Wettern, habt ihr ja gesehen. Mhm. Wir haben getanzt. Getanzt haben wir, genau. Ja, es gibt ja auch diese Tanzabende dann hier. Ja. Und ja, war ein bisschen schwierig, weil sie tanzen da so einen eigenwilligen Tanzstil, so zwischen Swing und Rock'n'Roll, würde ich sagen. Mhm. Wir haben dann einfach Slow Fox getanzt, das, was wir können. Und ab und zu ging dann auch mal ein Disco Fox, genau. Ja. Ja, aber meistens ist es dieser Freistil, den sie hier tanzen, den haben wir irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Nee, müssen wir mal noch gucken, was das für ein Tanz ist. Wir haben es noch nicht so richtig kapiert. Ja, haben wir noch ein bisschen Übungspotenzial. Ja. Ja, was haben wir noch alles gemacht? Was war noch? Ja, wir sind natürlich viel gelaufen. Viel gelaufen durch auf der Messe. Die Hallen, ja. Ja. Also ich war jeden Abend so richtig, richtig müde. Ich habe super geschlafen. Ja. Ja gut, das Radfahren ist natürlich anstrengend, weil hier geht es halt bergab dann zum See runter. Ja, das ist noch schön. Ja, und dann hoch zu uns. Tja, da war die Herausforderung, aber das haben wir dann geschoben, weil es ist dann doch zu heftig. Ja, genau. Ja, also die Tage waren wirklich herrlich. Hm. Wir können nur jedem von euch empfehlen, wenn ihr zu dieser Zeit in Schweden seid, vielleicht habt ihr Lust, hierher zu kommen und diese 4 oder 5 Tage sind es ja eigentlich von Mittwoch bis Sonntag. Wir waren jetzt von Donnerstag bis Sonntag hier mitzumachen. Hm. Es ist also nicht nur die Messe, sondern auch dieses ganze Rundum, was hier geboten ist. Hm. Eben, dass auch der Wettern gleich hier in der Nähe ist, dass man so schöne Ausflüge dorthin machen kann. Mhm. Richtig toll. Ja. Auch Einkaufsmöglichkeit ist nicht weit weg. Wir waren einmal einkaufen beim Willys. Hm. 1,6 Kilometer von hier kann man auch mit dem Rad sehr gut fahren. Hm. Und wir hatten ja noch überlegt, ob wir die Räder mitnehmen und ich war sehr dankbar. Hm. Man kann zwar hier auch alles erlaufen, aber es war mit den Rädern sehr, sehr viel einfacher. Nachdem man eh auf der Messe schon viel läuft, ist es gut, wenn man Räder dabei hat. Genau. Ein Video ist noch aus der Not heraus entstanden. Das kommt dann auch noch irgendwann, weil nämlich unser Bremslicht schlapp gemacht hat. Ja. Ja, da haben wir das ein bisschen gefilmt, wie Matthias das ausgetauscht hat. Genau. Und, ja, so ein bisschen Atmosphäre von hier noch. Ja, nee. War wirklich schön hier. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für dieses Video. Ja. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt, alles Gute natürlich. Wir freuen uns wie immer ganz arg über den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gabi und Matze. Pepperonis on Tour. Tschüss.